Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Astroneer. Wir sind bereits in Folge 21. Beim letzten Mal habe ich nicht ganz so geschickt geparkt, stelle ich gerade fest. Dann wollen wir den mal wieder richtig hinflippen lassen und gucken, ob wir ihn hier wieder rauskriegen, das gute Stück. So, nicht überall gegenfahren. So, ja, dann wollen wir mal gucken, was wir noch so finden. Ja, Gemisch und Harz haben wir hier auf dem Planeten auf jeden Fall schon mal reichlich. Schon mal sehr löblich ist. Höhlengänge haben wir auch mehr als genug, habe ich festgestellt. Gucken, ob wir hier in der Oberfläche noch irgendwas Spannendes finden. Sonne geht gerade auf, dann dürfen wir auf jeden Fall auch genug Energie für unsere Rücktouren dann haben. Ich glaube, da fallen wir mal lieber nicht runter, dann finden wir unsere Maschine nie wieder. Boah, ich bin ein richtiger Profi, oder? Nicht wirklich. So. Ja, das ist mir so in der Kategorie nicht ganz so spannend hier gerade. Ah, hätte jetzt noch eine Säule. So, jetzt haben wir es gerade spannend gemacht. Indem ich hier gerade mich reingefallen bin. Oh, da gibt es auf jeden Fall noch eine Forschung. Da geht es auf jeden Fall ins Gas. Das ist auch nicht ganz so spaßig. Ich würde sagen, das gute Stück hier buddel ich mal aus, bevor mir irgendwas hier passiert. Ja, was ist das denn dran, dass ich es nicht ausbuddeln kann? So, das gute Stück sichern wir uns mal fix, indem wir es hier hinten mit drauf machen bei uns. Ich würde sagen, den lasse ich mal weiter in Ruhe. Einfach deswegen, weil wenn ich hier zu viel buddel, dann kann ich hier vielleicht nicht mehr dran vorbeifahren. Ich hoffe, hier geht es irgendwann mal irgendwo wieder hoch. Oh, nein, geht's nicht. Okay. Steig mal vorsichtig aus hier. Gucken wir mal, was hier so geht. Wow, auf jeden Fall sind da unten giftige Gesellen, sag ich mal so. Was war es leider auf der anderen Seite auch? Ja, schauen wir mal, ob wir hier lebend wieder rauskommen. Und die Jungs werde ich jetzt erstmal eine Runde untergraben. Ja, sind sie hops gegangen. Gas breitet sich aus. Gas ist weg. Sind noch zwei Forschungssachen drunter. Ja, sehr hilfreich. Hier geht es noch weiter runter. Auch Forschungssachen. Ja, das sieht aus, als wenn das hier in einem Bauvorhaben enden könnte. Nämlich in dem Bauvorhaben nach oben zu wollen. Dann wollen wir mal gucken, ob ich das auch irgendwie hinkriege. Die Rettungsaktion sozusagen. So. Ja,
Frage, wie ich anfange am besten. Am besten baut man sich eine Schräge, in dem Fall hier von oben her. So, mal gucken, ob ich da vorne so rankomme. Da vorne habe ich Energie gesehen. So, da wollen wir mal gucken, dass wir das hier da uns einen Weg rausbauen. Das Problem wird jetzt nicht unbedingt sein, für uns den Weg hier rauszubauen. Ich glaube, das Problem wird ja sein, dass er halt so sein muss, dass wir hier mit unserem Fahrzeug hochfahren können. Ich als großer Bauprofi. Oh, Sauerstoff niedrig. Jetzt habe ich den Sauerstoff vom Fahrzeug aufgefüllt. Haben auch gerade keine Sonne, also auch unser Fahrzeug hat wenig Energie. Und ich weiß auch nicht, ob wir in irgendeiner Form hier wieder rankommen dann. So, erster Zu-Fuß-Test. Der ging schon einigermaßen. Ein bisschen was abflachen wieder. Wie gesagt, nicht der größte Baumeister hier. Die Frage, ob das schon reicht sozusagen. Wollen wir mal gucken. Auf jeden Fall hat das die Energie gekriegt. Die Solarzellen sind aufgegangen. Das ist ja schon mal was. Dann tappen wir uns mal rein. Und mit Schwung sind wieder draußen. Ja. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Aber wir wissen, dass jetzt hier eine längere Schlucht ist. Nein, 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 nein. Die Richtung. Ich muss es mal spannend machen, aber wo sind denn für Säulen? Moment. Okay. Den Platz hier sollte ich mir auf jeden Fall merken. Andere Sache, die ich mir merken sollte, ist vielleicht, wie wir zurückkommen. Da hinten geht es schon los. Da ist schon unser Home Sweet Home. Aber da war auf jeden Fall noch was zu holen.
hier es gerade dunkel wird. So. Da wir mit der Forschung ja anscheinend immer noch nicht komplett durchfahren. Mal gucken, was wir Schönes daraus machen können. Ja, das war nichts zum Forschen. Ich dachte immer, man könnte mit der Energie das auch auffüllen direkt, aber irgendwie will er das wohl nicht mehr. Warum auch immer. Was schade ist, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie lange das jetzt hier dauert noch, der Tag-Nacht-Wechsel. Ich würde sagen, ich war glaube ich hierher gekommen, oder? Ja, ich glaube noch ein Stück weiter rüber. Gucken, ob ich die Säulen gleich da wiederfinde, weil da war auf jeden Fall ja noch. Oh, hier ist ja noch mehr Forschung. Gott, forschen, bis der Arzt kommt. Ich glaube, wenn wir die Sachen hier so langsam angesammelt haben, dann irgendwann sollten wir es dann mal haben, sag ich mal so. Ein und noch ein. Wieder eine Höhle. So, ich werde die Sachen jetzt auch einfach stumpf mal eine Runde ranholen. So. Und dann hier abstellen. Ich werde mich als Rückwärtsfahrprofi hier jetzt ausweisen. Weil geschwindigkeitsmäßig scheint dem Ganzen was keinen Abbruch zu tun, wie rum man fährt. So, schöner kleiner Drift. Und hier oben waren die anderen Forschungssachen, ne? So, die nehmen wir auch mal gleich eine Runde mit. An- und Ablieferung sozusagen. Ne, lass mich nicht anklicken, dann haben wir schon. So, die ihn zum Lager zurückbringen. Da müssen wir gucken, ob wir die Säulen wiederfinden. Da war nochmal ein Forschungsteil. So. Den da noch hinlegen. Dann können wir nächstes Mal, wenn wir richtig schön Sonne haben, auf gut Deutsch, sprich am Tag mal richtig eine Runde loslegen hier. Jetzt müssen wir echt mal gucken, wie ich denn vom Winkel her vorhin gefahren war. Oh, ich würde sagen, jetzt müssen wir sogar auf die Sonne warten, weil irgendwie fehlt mir gerade Energie, weil meine Kiste ist leer. Ja, alles nicht ganz so spannend. Ja, aber dann würde ich sagen, war es das schon wieder für diese Folge. Jetzt auf den Sonnenaufgang warten, mit meinem Truck abdriften sozusagen, möchte ich mich dann bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt und auch meine anderen Serien euch gefallen. Lasst auch gerne ein Abo da. Möchte mich auch ganz herzlich bei allen bedanken, die
das schon getan haben, sprich Abo und Daumen hoch dagelassen haben und auch immer fleißig gucken. Und dann sage ich dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.